Hallo Leute, willkommen bei Foundation. Dies ist Teil 24. Unser schönes Dorf. Hier ist wieder alles erntereif. Das ist gut. Ich meine jetzt hier das Getreide. Ah, vielleicht sollte ich da noch ein bisschen erweitern. Mal gucken. So. Ja, ich denke mal, da zieht bestimmt sowieso keiner hin. Dann könnte ich... Das würde vielleicht schon Sinn machen, denn da, wo sie nicht angebaut haben, obwohl ich das markiert habe, ist was anderes, sind Wege oder so. Also möglicherweise haben die da noch mehr Arbeitskapazität. So, mache ich das hier einfach mal rundlich. Immerhin ist die Fruchtbarkeit hier sehr hoch. So. Okay, was ich in dieser Folge machen will, ist hier an der Hopfen, also am Hopfenanbau arbeiten. Oh, und hier sollte eiligst abgeholzt werden mit neuen Holzfällern. Ja, ich hoffe, die haben da nicht einen zu weiten Weg. Ja, immerhin kommt da schon jemand angewetzt. Denn ich will hier ja auch noch Weizen anbauen. Und ich denke mal, den Weizenanbau mache ich hier. Und den Hopfenanbau mache ich hier. Da stelle ich jetzt gleich mal so einen Hopfenbauernhof hin. Das dürfte hier sein. Da, Hopfenfarm. So, gucken wir mal genauer. Ja, das sieht nach... Das sieht aus wie vorne. So. Und dann muss man wahrscheinlich hier auch wieder so ein Arbeitsfeld malen. Das sehen wir dann. Und hier kommt dann halt ein Bauernhof hin. Schon wieder F. Warum ich immer die F-Taste erwische. Hier kommt ein Bauernhof hin, um Weizen anzubauen. Und ja, dann habe ich mir überlegt, will ich eine Bierbrauerei direkt im Hauptort haben? Und da dachte ich mir, vielleicht schon, ja. Ja, sie kommen auch hierher. Das ist gut. Aber ich denke mal, die erste macht Sinn, wenn ich die hier hinbaue. Dann haben die keine weiten Wege und können schon mal Bier produzieren. Und dann muss nur das fertige Bier transportiert werden. Also stelle ich hier auch eine Brauerei hin. Oh, die hat negativen Einfluss. Also dann kommt die Brauerei sowieso nicht in den Ort rein. Dann ist die hier genau richtig. So, wo ist denn da vorne? Vielleicht dort. Stelle ich mal hier hin und daneben dann noch einen Speicher. Für die Lagerung der ganzen Zutaten und vom fertigen Bier, damit die Träger das dann hier einfach abholen können. So. Und ihr, fällt ihr schön? Ich setze hier den Bauernhof einfach schon mal ganz dreist hin. So. Ich denke mal hier so an den Weg ran. So. Dann wird beim Bau vielleicht schon auch was von dem Wald entfernt. Oh, kein Zugriff auf Gottesdienst. Dann sollten wir mal erweitern. Ihr habt mir auch den Tipp gegeben, dass man die Nebengebäude ganz in der Kirche versenken kann. Stimmt, das wusste ich eigentlich auch schon, aber so ein bisschen habe ich mich gesträubt, das zu machen. Teilweise habe ich die schon mal reingeschoben. Aber vielleicht sollte ich das tatsächlich machen, gerade hier, wenn der Platz eng ist, dann schiebe ich ein, zwei solche Dinger da rein. Und
baue hier noch vielleicht ein, zwei Anbauten ran, damit das Ganze auch seine Ordnung hat. Und dann gewinnen wir mehr Platz, als eigentlich gewonnen wird. So. Ja, die Materialien sind wirklich bescheiden, die man hier braucht. Stelle ich mal das Einrasten aus. Also ich glaube, so vollständig ganz rein habe ich das noch nie gebaut. Aber so dreiviertels rein habe ich das schon öfters mal gebaut. So. Das ist schon sehr frech. So. Und jetzt machen wir hier noch so einen kleinen, ja, Giebel-Dingsbums. So, den man dann sieht. Und da kommt noch eine Tür dran und die rasten wir dann wieder ein. So. Hier. Da haben die zusätzliche Eingänge. Und wir müssen jetzt mal gucken. Es gibt mehr Prunk. Da sind ja jeweils 10. Ist veränderbar. Veränderbar. Dann gibt es sogar noch mehr, oder? Nee. Das Fassungsvermögen ändert sich dadurch nicht. Brauchen wir 72 Steine, 7 Werkzeuge, 2 Bretter. Das müsste einfach zu machen sein. Und wir gewinnen 30 Kirchgangsplätze. Und vielleicht mache ich das gleiche auch mit anderen Kirchen. Das ist dann die schnelle Methode, um mehr Kirchgänger unterzubringen. So, einrasten aus. Zumal ich das schon ein bisschen übertrieben finde, wie viel Kirchen man so braucht. Also ich habe da nur bedingt ein schlechtes Gewissen, das so zu machen. So. Und ich weiß zwar, dass die früher im Mittelalter extrem viel Wert auf kirchliche Dinge gelegt haben. Aber ja, man kann es auch übertreiben. Aus heutiger Sicht zumindest. So, was macht denn unsere Klosterbaustelle? Tja. Ja, die kriegen auch die Sachen einfach nicht bei. Aber hier, das macht schon mal Fortschritte. Vielleicht wird es ja in dieser Folge was. Das wäre doch mal toll. Und hier gucken wir nach unserer tapferen Goldschmiedin. Tja, immerhin haben wir jetzt schon 10 Gold da rumlungern. Aber keinen einzigen Edelstein. Dann nützt das alles nichts. Wir haben auch gerade keine Edelsteine. Nun ja. Und hier wird alles abtransportiert. Das ist gut. Da ist schon alles ziemlich voll. Wir sind gut bestückt. Ah, hier ist kein Platz für weitere Steine. Hm. Und hier kann man keine Steine einlagern. Tja, wir haben offenbar eine üppige Steinproduktion. Jetzt werden es weniger. Vielleicht werden die jetzt zu unseren Kirchenbauten getragen. Da warte ich einfach mal ab. Das hier will ich ja abreißen. Und dann irgendwas Gefälliges dahin bauen. Und ja, aber wenn die die Steine jetzt benutzen, dann werde ich die erstmal die Steine abarbeiten lassen. Dann gucken wir hier mal.
Das Wohnviertel entwickelt sich ja ganz nett. Nicht perfekt, aber gucken. Naja, es ist schon bis da hinten eingezeichnet. Kleine Häuser würden dahin passen. Und hier ist auch noch Platz. Und mit der Super-Taverne warte ich, bis wir Bier brauen können. Und mit dem Wehrturm warte ich auch ab, bis die Super-Taverne fertig gebaut ist. Denn mehrere so pompös Bauten in einem Rutsch, dann wird das Zeugs nie fertig. Und da zieht einfach niemand ein. Ja, wenn die Not groß ist, werden sie da schon hinziehen. So. In der Zwischenzeit gucken wir hier mal, was die so produzieren. Tja, die kriegen ihre Haushaltswaren anscheinend auch regelrecht aus den Händen gerissen. Und hier, da fehlt jetzt Eisenerz. Da könnten wir noch Bergarbeiter zuweisen. Dann gibt es bestimmt mehr Eisenerz. Und die lagern hier schon Marmor. Üppig, üppig. Das ist gut. Und was macht unsere Goldschmiede? Beziehungsweise die Goldschmelzerei? Da tut sich gar nichts. Kommt ihr nicht voran? Tja. So ein bisschen schon. Ich denke mal, hier würde auch einer reichen. Aber aktuell haben wir ja noch Arbeitslose. Und die haben hier ein extra kleines Lager. Das ist doch praktisch. Ja, die arbeiten schon recht bedächtig. Und hier? Die haben ja Überschuss produziert. Okay. Hier, wie die ganzen Fischerboote immer unterwegs sind. Und sie klagen hier ständig über keinen Zugriff auf Waren. Damit meinen sie wahrscheinlich die Haushaltswaren, denn Klamotten haben wir jetzt im Überfluss. Ich guck mal, ob man da auch Alternativen anbieten könnte. Weil diese Werkzeugproduktion ist ja eher schleppend. Die Haushaltswaren. Kerzen gibt's noch. Okay, dafür brauchen wir dann die Mönche. Das ist ja schon auf dem Weg. Gut. Dann reicht vielleicht irgendwann mal die Haushaltswarenproduktion, wenn wir auch noch Kerzen im Angebot haben. So. Und mal gucken, ob die Vogtin hier am Arbeiten ist. Denn ich glaube, die haben wir hier geschickt zum neue Vorkommen untersuchen. Wo steckt sie denn? Oder untersucht die irgendwo anders? Ich guck mal nach ihr. Beruf. Vogt. Oh, es ist jetzt ein Mann. Gut. Tja, der arme Vogt. Der braucht auch noch lange,
weil er erst Level 1 hat. Gucken, wo er steckt. Ach, da steckt er. Oh, das hatte ich ja gar nicht gesehen. So hoch oben. So weit weg. Eieieiei. Was ist denn das? Ah ja, durch den Kauf von diesem hier sind wir diesem da näher gerückt. Also, man muss ja so ein Mineralvorkommen nicht besitzen, dass der da auf die Suche gehen kann. Aber man muss in der Nähe schon mal siedeln. Und das ist jetzt so hoch oben, das hatte ich überhaupt nicht gesehen. Jetzt komme ich auch gar nicht mehr so weit weg. Jetzt hänge ich auf dem Boden fest sozusagen. Und jetzt geht's wieder. Ja, der Arme, so weit weg. Die Frage ist, wie wir da hinkommen sollen, baumäßig. Ich meine, gut, die schaffen das ja. Irgendwie kommen die da hoch. Und dann müsste ich eben hier Grundstücke kaufen, die bis da hochgehen. Wenn er da was Interessantes findet. Und anscheinend gibt es hier nichts Interessantes mehr zu finden. Obwohl das so ein Riesenkomplex ist. Ah, ich mach mal. Hier gibt es mehrere, die haben kein Grün mehr dran. Das sind vielleicht Steinvorkommen. Mal draufklicken. Steinvorkommen. Okay, die wurden also schon erkundet. Aber da wurde halt nichts außer Steinen gefunden. Ja, toll. Gut, dann ist es klar. Und wahrscheinlich ist hier so ein Riesenklotz nicht untersuchbar, weil er vielleicht keinen Bodenkontakt hat oder so. Nun gut. Unsere Hopfenfarm zieht sich auch. Aber hier haben sie schon ein Stück weggefällt. Und da ist auch schon der Bauernhof im Bau. So. Ja, das zieht sich und zieht sich. Und jetzt haben wir nicht mal genügend Werkzeuge. Weil das ist hier jetzt rot geworden. Hättet ihr die mal vorher schon hingebracht? Wir hatten lange Zeit mehr als genug Werkzeuge. Null. Gucken wir hier mal beim Handel. Werkzeuge. Ja, habe ich eingestellt, dass wir die noch kaufen, weil wir mit der Produktion nicht hinterherkommen. Na, jetzt haben wir wieder genügend Werkzeuge. Ach, und der arme Vogt hat nur Steine gefunden. So, Pironella hat schon fertig gearbeitet. Ob ich in meiner Ungeduld hier schnell eine Baufirma hinstellen soll? Ich glaube, ja. Nur vorübergehend. So. Bauen. Drei Leute einstellen. 1, 2, 3. So. Und braucht man dann hier einen Brunnen in der Nähe? Ja, der muss ja dann auch erstmal gebaut werden. Da kommt Pironella anscheinend an. Na. Nee, das ist hier die Holzfällerin. Wie? Mal gucken. Die ist offenbar auch nur zur Arbeit gegangen, um dann gleich wieder wegzugehen. Ah,
Hier ist kein Abbau eingezeichnet. Okay, das geht natürlich nicht. Das ist mein Problem. So, ein paar von den Eichen lassen wir stehen. So. Da kommen jetzt mehrere angewatschelt. Das ist gut. Und passiert da vielleicht gleich mal was? Beförderung. Ja, ein paar können wir ja befördern. So, Petrissa ist Bergarbeiter. Ja. Was hat die denn für Probleme? Ach, da kümmern wir uns später drum. So. Ich gehe jetzt dann lieber gleich mal wieder zum Kloster. Bist du Petrissa? Ja. Jo, die braucht nur Wasser und Nahrung. Die kann sie hier kriegen. Ah, das tut sie auch gleich. Da sieht man mal, wie gut es ist, wenn man am Arbeitsplatz auch einen Marktplatz hat und einen Brunnen. So. Gebäudeübersicht. Ah, so komme ich dahin. Ja, eigentlich müssten da jetzt doch mehr Leute arbeiten. Was ist mit euch? Oh, die haben einen weiten Arbeitsweg. Tja. Aber in einem Wohnviertel baue ich da jetzt nicht noch extra hin. Das wäre übertrieben. Wie heißen die? Berenguel, Weirich und Meliau. Mal gucken, was die jeweils tun. Ich arbeite. Das ist gut. Wo? Dort. An der Kirche. Na gut, das hat auch eine gewisse Wichtigkeit. Dann sind möglicherweise für dieses Kloster noch die Bauarbeiter von da oben zuständig. Und die neuen werden gar nicht hier eingesetzt. Nun ja. Man versucht ja das Möglichste. Gucken wir mal den nächsten. Weirich. Wo steckst du? Ah, du baust hier. Warum nicht am Kloster? Das ist priorisiert. Vielleicht, weil Theodesia der Baustelle zugewiesen ist. Und Meliau hat frei. Tja. Und Theodesia. Oh, es fehlt schon wieder an Werkzeugen. Oder? Das sind sie doch. Gucken wir mal, wo die stecken. Und, kommt sie da an, die Theodesia? Da kommt jemand auf jeden Fall. Na, wenn wir mal ein großes Kloster bauen, dann müssen wir da eine Bauhütte vorhalten, einen Steinbruch, den ganzen Krempel und auch Wohnflächen. So, jetzt klopft sie hier ein bisschen rum. Aber es bringt nie jemand diese nötigen Werkzeuge und Bretter. Vielleicht machen sie das erst, wenn sie hier angekommen sind oder so. Also, weil irgendein Grund wird ja diese Begrenzung hier haben. Dieses ist immer der tatsächliche Fortschritt.
So, jetzt hat Theodesia frei und wir warten auf einen anderen Baumeister. Kann man da irgendwas machen? Nee. Und der Vogt, den schicken wir nochmal zum Mineraliensammeln. Jetzt kommt Guinella. Ich glaube, das ist eine der neuen. Nee. Wo ist dein Arbeitsplatz? Ist nicht eine der neuen. Das ist hier oben im Oberdorf. Immerhin ist die halbwegs zufrieden. Und wo treibst du dich rum? Ja, sie hat sich auf den weiten Weg zur Baustelle gemacht. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Foundation gespielt habe, da habe ich dann auch praktisch als Höhepunkt des Let's Plays ein großes Kloster gebaut. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Es war nicht mal so abseits. Aber trotzdem hat sich das sehr lange hingezogen. Und dies hier ist jetzt halt abseits. Ich denke mal, das ist hier in dem Fall das Hauptproblem. Weil die schon einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit dem Weg zur Arbeit verbringen. Das ist ja anders als im echten Leben. Bei denen zählt die Arbeitszeit, also zählt der Weg zur Arbeit zur Arbeitszeit dazu. So, jetzt klopft sie hier bestimmt wieder dreimal und dann haut sie wieder ab. So. Ich frage mich, ob wenn ich die... Ah, jetzt kommt Utiliborg. Schauen wir mal, wer Utiliborg ist. Ob wenn ich die kurz stoppen würde, diese Baustelle, ob dann ein anderes Team daran arbeiten würde. Die arbeitet auch hier. Also diese Baustelle ist irgendwie denen zugeteilt. Das hatte ich ja auch mal so vor. Oh, ich habe jetzt erstmals 5000 Öcken. Wir sind ganz schön reich. Ja, also die sollten... Dieses Team da oben sollte an der, am Kloster arbeiten, aber dann dachte ich halt, der Weg ist zu weit und hab die dahingestellt und die arbeiten jetzt an anderen Projekten. Die Frage ist, ob ich es schlimmer machen würde. Wenn ich die kurz stoppe, mal gucken, was er dann macht. Weil der arbeitet hier und geht aber woanders zum Arbeiten. Produktion angehalten. Bist du Berengel? Nein. Und ich stoppe hier auch mal das Kloster kurz. Ah, das ist Berengel, ja. Aha, hier wird jetzt doch gearbeitet. Naja, das hatte die wahrscheinlich noch vorher in Auftrag. So, diese Baustelle wurde angehalten. Jetzt werfe ich die Baustelle wieder an und diese Bauhütte auch. Und dann gucken wir mal, ob die Mitarbeiter dieser Bauhütte künftig hier arbeiten.
Und wo könnte ich hier im Brunnen hinstellen, dass es Sinn macht? Und hoffen, dass der da nicht... Ja, eigentlich sollte der sofort gebaut werden. Aber der soll auch nicht die Arbeitskraft vom Kloster abziehen. Wir könnten hier noch eine temporäre Bauhütte hinstellen. Können wir uns hier eigentlich leisten? So. Wir haben Mitarbeiter in Hülle und Fülle. So. Ah, jetzt arbeitet, ich glaube, das ist Weirich. Ja. Das heißt, einer von dieser Bauhütte arbeitet jetzt hier. Das ist gut. Jetzt rennt er aber auch weg. Wo rennst du hin? Weirich. Jetzt hat er frei. Tja. Und hier trägt jemand was. Oh, schlechtes Wetter. Ja, wir haben relativ viel Nahrungsmittel. Das ist gut. Und sie hat frei. Nee, da habe ich auf die falsche geklickt. Aber irgendwas wird hierher geschleppt. Oder auch nicht. Nö, ist nicht dahin geschleppt worden. Ist irgendwie woanders hingeschleppt worden. Vielleicht zu dem künftigen Brunnen. Hier wird wieder was hingeschleppt. Okay, das heißt, der Brunnen wird jetzt bevorzugt mit Materialien bedient. Aber es hat ja dann auch Vorteile, wenn hier ein Brunnen ist, weil die dann sich wenigstens mit Wasser versorgen können. Und du bist von wo genau? Guinilda. Von da oben. Okay. Ich glaube mal hier die Werkzeugverfolgung schalte ich mal aus. Wir haben immer noch keinen Edelstein und keine Haushaltswaren. Werden die so viel verkauft oder produzieren die so wenig? Ich guck mal hier. Eins wurde diese Woche verkauft. Eine Haushaltsware. Das ist ja, glaube ich, nicht der einzige Verkaufsstand, aber... Mal gucken. Hier wurden zwei Haushaltswaren verkauft. Und Kräuter. Haben wir immerhin zwei, dann lasse ich hier mal Kräuter verkaufen. Denn mit den Edelsteinen ist ja irgendwie nicht so toll. So. Ich meine, das Kloster wächst. Wir haben jetzt hier aber auch einen riesen Aufwand getrieben. Zwei Bauhütten hingesetzt. Jetzt jammern sie schon wieder, dass sie keinen Zugriff auf Gottesdienst hätten. Tja. Naja, auf Dauer baue ich noch mehr Dorfkirchen. So, immerhin kommt jetzt bald Ottilburg wieder. Gucken wir doch in der Zwischenzeit mal, was unsere Hopfenfarm so macht.
Tja. Die leidet auch unter dem Baustau vom Kloster. Und ist auch ziemlich weit weg. Ich denke mal, das ist auch hier ein Problem. Ja. Da sollte ich vielleicht auch immer, wenn ich einen Bereich neu bauen will, in die Nähe eine Bauhütte stellen. Und dann da Mitarbeiter anstellen, damit die sich dann auch schon mal hier ein Plätzchen zum Wohnen suchen können. Vielleicht sollte ich auch... Aber wir brauchen hier sowieso einen Brunnen. Bei der Brauerei. So. Na, wenigstens kommen die hier halbwegs vorwärts. Und die gehen meistens hier rum. Und die Dorfkirche wurde gebaut. Also hier, die ist... Oh, da guckt's raus. Voll Schande. Damit müssen wir jetzt leben. Ach, so schlimm sieht das gar nicht aus für mich. Aber da habe ich nicht aufgepasst. So, gucken wir mal, was der Vogt so treibt. Er wird da bestimmt wieder nur stehen. So. Ja, ja, da steht er. Und bewundert die Felsen. Und braucht mal wieder alles, logischerweise. Na, immerhin ist dieses Lager schon mal fertig, also dieser Speicher. Da kann ich ja schon mal eintragen. Wir wollen hier Hopfen und Weizen und Bier lagern. Und soll ich schon jemand einstellen? Ja, vielleicht schon. Dann wird da vielleicht schon mal ein bisschen Weizen hingebracht. Und wenn das mit der Eisenproduktion nicht irgendwie in den Griff zu kriegen ist, muss ich womöglich hier auch ein Industriegebiet machen. Aber das würde mir widerstreben, denn hier hat sich ja doch ein ganz nettes kleines Wohnviertel etabliert. Und da habe ich ja auch lange darauf hingearbeitet, mit extra Marktplatz und Kirche und... Jo. Für die paar Hanseln hier, die volle Dorfinfrastruktur. So. Wir haben Werkzeug, das ist gut. Jetzt nähern sie sich hier bald dieser Grenzlinie. Und dann werden wir sehen, ob sie dann die benötigten Restsachen hintragen. Und in der Zwischenzeit gucken wir hier nochmal nach unserer Haushaltswarenproduktion. Erstmal Eisenproduktion. Da ist nix. Und hier. Immerhin 26 Eisenerz. Da haben wir also aktuell keinen richtig schlimmen Mangel. Die Kohle ist knapp. Und hier, ja, denen fehlt dann das Eisen, die Eisenbarren. Und denen fehlen auch die Eisenbarren. Knapp ist aktuell die Kohle.
Wälder gibt es. Die haben kein Holz. Habe ich hier aufgehört, Holz lagern zu lassen? Es müsste eigentlich direkt transportiert werden. Aber ja, hier wird kein Holz gelagert. Das könnte ein Hemmnis sein. Dann werde ich da mal ein zusätzliches Lagerhaus hinstellen. So. Wie sieht das aus? Ich glaube, der Wald ist üppig genug. Passt das so rein? Nee. Oder ich stelle das hier noch hin. So. Denn hier ist ja noch Platz. Bauen. Und dann... Oh, wir haben einen Edelstein. Gut, dann sollte dieser Platz frei bleiben. Und hier haben wir irgendwas doppelt. Nein. Naja, dann ist es sowieso gut, wenn wir hier noch ein Lagerhaus kriegen. Auch wenn das hier in dem Bereich natürlich schneller erreichbar wäre, aber nun gut. Ah. Jetzt, Rena Tutscher bringt 3 Werkzeuge. Das heißt, die haben diese Grenze erreicht und holen jetzt die letzten benötigten Materialien. Und dann kann es bald soweit sein. So. Was sich hier so tut. Jo, langsam, langsam. Ich sollte vielleicht, da ich ja recht viel Geld habe, hier noch ein Territorium kaufen. Dann machen wir dies hier auch gleich. Ich wollte hier ja sowieso... Das habe ich nicht. Das nehmen wir dann gleich mit. Oh, nein, 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 abbrechen. So, jetzt haben wir hier ordentlich, dass ich hier noch ein Wohnviertel einrichte. Das Holzfällerlager kommt da ja bald weg. Und hier wollte ich noch Landwirtschaft betreiben. Dann werde ich erstmal hier in die Mitte ein Holzfällerlager setzen. So. Und dann kommt hier die ganze Infrastruktur hin, also Brunnen und Markt und so weiter und dann hier Wohngebiet. Und hier mache ich dann noch einen Bauernhof oder 2. Und mit dem Brunnen fange ich gleich mal an. So. Ja, jetzt erstmal. Bisschen weiter nach innen verschieben. Die gehen zwar immer direkt am Ufer entlang, aber das ist bestimmt ungemütlich. So, und jetzt kommt hier ein Marktstand hin. Machen wir gleich was Ordentliches. Mit 2 Nahrungsmitteln. So. Und einem Warenstand. So. Einrasten wieder an. So. Gut. Und dann lassen wir das bauen. Und... Ich zeichne jetzt schon mal das Wohngebiet ein. Die
Werden zwar bestimmt noch nicht hinziehen. So. Ah, und hier, das sollte ich natürlich zum Abbau eintragen. Da lassen wir ein paar Bäume am Ufer. So. Und hier vielleicht auch ein, zwei Bäume. Das markiere ich auch gleich mal. Dann sollte ich auch gleich eine Bärensammelhütte bauen. Denn wir erwarten ja schlechtes Wetter. So. So. Und vielleicht brauche ich dann auch noch Fischerhütten. Ich denke ja. Wäre doch hier ganz hübsch. So. Und so, ja, und hier, denn wir haben zwar viele Fische, aber ich denke mal, da wird jetzt der Bedarf steigen, wenn der Regen kommt. Holzfällerlager gebaut. Sehr gut. Da, mitten im Wald. So. Und dann baue ich hier gleich mal eine Kirche hin. Jetzt erstmal gucken, dass dieser Bauernhof wird ja vielleicht hier drüber hinaus Feld betreiben. Könnte ich da eine Kirche hinsetzen? Na, dann sollen die erstmal ein bisschen fällen, bevor ich da eine neue Kirche baue. Weizenfarm gebaut. Ja, sehr gut, sehr gut. So. Jetzt weise ich erstmal nur einen Bauern zu. Denn aktuell haben wir nur zwei arbeitslose Dorfbewohner. Ja, wir haben einen dazu gekriegt. Aber die Hopfenfarm steht ja auch noch an. Und ich will natürlich arbeitslose Dorfbewohner übrig haben, wenn endlich das Kloster fertig ist. So, also machen wir hier erstmal sehr bescheidene Landwirtschaft. Momentan sind da ja noch Bäume. Ah, und das Lagerhaus ist gebaut. Das ist gut. Hm, da wird dann auch erstmal nur einer eingestellt. Und der soll Holz tragen. Ach, ich hätte ja hier auch ein Lagerhaus gehabt. Na, das werde ich schon noch für was anderes brauchen. Ein paar Leute befördere ich mal. So. Hier nähern wir uns der Fertigstellung. Jetzt sind hier alle Zutaten da. Na, wo sind wir hier? Da hinten ist das Kloster. Das nimmt auch Formen an. Sehr gut. Oh, guck mal, ist fast fertig. Super gut.
Dann werde ich auch hier diese Bauhütten wieder abreißen, beziehungsweise woanders hinbauen. Die Bauarbeiter kann man ja dann noch gebrauchen. Die sind jetzt ja schon ein bisschen eingearbeitet. Und dann mache ich das in unserem neuen landwirtschaftlichen Viertel. Da kommt dann die Bauhütte hin. So, ich denke mal, es ist gleich soweit. Und wir haben zwei Arbeitslose gerade. Eventuell kann ich einen von den oder zwei von den neuen Bauarbeitern. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Wie kommt denn das? Ist einer gegangen? Kloster gebaut. Yes, endlich. Super. Klein, aber fein. So. Jetzt werde ich hier erstmal schicke einen arbeitslosen Bewohner ins Kloster und es passiert nichts. Gucken wir mal. Wer ist denn hier arbeitslos? Alsabel. Wahrscheinlich kann die nicht als Mönch arbeiten. Die wäre ja eine Nonne. Dann werde ich hier diese Bauarbeiter, die hier am kürzesten gearbeitet haben. Okay, schlechtes Wetter. Ja, so ein Pech. Die werde ich entlassen. Ferrandus, Reinbaut und Zibel. Gucken wir mal. Mann, ja. Gut. Reinbaut ist auch ein Mann. Und Zibel ist eine Frau, die lassen wir da erstmal. Und jetzt schicke ich einen arbeitslosen Bewohner. Klappt immer noch nicht. Vielleicht, weil die noch. Die sind noch am Fertigstellen. Dann nehme ich das hier mal auf. Und dies hier. Reinbold ist unzufrieden. Naja, der muss jetzt erstmal was trinken. Und so. Ich werde doch hier wohl Leute für mein Kloster finden. So. Die Brauerei ist fertig geworden. Ja, da schicken wir dann die Frauen hin. Und die Sammlerhütte. Okay, einer ist jetzt hier schon raus. Ich guck mal, ob das klappt. Nö, immer noch nicht. Sobald ein Dorfbewohner zugestimmt hat, wird er nur noch für dieses Kloster leben und arbeiten. Die stimmen vielleicht nicht zu. Vielleicht muss ich mich da informieren. Jetzt gucken wir mal hier. Reinbaut ist immer noch am Fertigstellen. Ja, der muss hier wohl was essen und trinken. Was steht hier? Oh, ist das Quarz? Jawohl. Okay, wir haben Quarz gefunden. Und das ist aber da ganz oben. Das wird noch mühsam. Aber dann können wir Glas selber machen. Tja, jetzt haben wir endlich das Kloster. Da will keiner einziehen. Ich probiere es nochmal. Da könnten Sie ja auch sagen, so und so will nicht, weil so und so. Aber es passiert einfach gar nichts.
Ich erinnere mich, dass das früher bei mir schon geklappt hat. Jetzt gucken wir mal, vielleicht müssen wir erstmal irgendwie Schlafsäle zuweisen. Schlafräume. Vielleicht ist darum keiner gekommen. Beherbergt bis zu 10. Und es fehlt natürlich eine große Halle. Aber ich probiere mal, ob das jetzt klappt. Ja. Reinbaut ist jetzt kräuterkundiger. Na super. Und jetzt schicken wir noch einen. Noch einen Kräuterkundigen haben wir. Okay, dann brauche ich noch mehr Arbeitslose. Ich guck mal, ob das noch mehr klappt. Nein. Und hier überprüfen, ob die anderen beiden, das ist, sind beides Frauen. Die nehmen wohl nur Männer. Ja, aber immerhin Schlafräume mussten wir zuweisen. Das war das Problem. Und demnächst sollten wir denen dann vielleicht auch noch eine große Halle hinbauen. Aber jetzt werden hier Kräuter angebaut. Super gut. Ja, und mit etwas Glück kriegen wir dann auch bald noch einen Imker. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wo sind denn unsere? Kann man das aufklappen? Nee. Zwei Mönche. Nee, nicht hier, sondern da. Zimmermann. Träger. Mönch. Milchviehhalter. Und die sind dann wie weg. Oder nee, die werden dann als Kräuterkundiger geführt und haben den Rang Mönch. Die sind also außerhalb von diesen gemeinen Leibeigenen und so weiter. Ja, Ferandus. Sehr schön. Er hat frei. Und Reinbaut hat auch frei. Darum sieht man die hier noch nicht. Na, dann würde ich sagen, dann gucken wir das in der nächsten Folge. Da, da, ein Mönch, ein Mönch. Sehr schön. Vielleicht sollten wir den dann hier auch noch einen Brunnen hinstellen. Hier gibt es ja schon einen. Gucken. Ich stopp mal kurz, damit ich da anklicken kann. Ja, die brauchen schon auch Wasser und Nahrung. Das heißt, wir sollten hier auch einen Marktplatz hinstellen in die Nähe. Und kriegen hier die ganzen Mitarbeiter auch was zu essen. Und eine Kirche brauchen die anscheinend auch noch extra. Nun gut. Aber endlich ist das kleine Kloster fertig. Bin ich sehr, sehr froh. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.